So, Carsten Löwer, in einem Monat ist der Kampf in Berlin, dein Schlüssel in Box gegen Tyron Zeuge gegen Edgar Wutknecht. Was können wir von diesem Kampf erwarten? Ja, es wird schon ein hochinteressanter Kampf. Ich denke mal, das ist für Tyron vielleicht die größte Herausforderung in seiner bisherigen Boxerkarriere. Da müssen wir uns optimal vorbereiten und für die Zuschauer ist das natürlich sehr spektakulär. Zwei deutsche Boxer und die oben an der Weltspitze mitboxen und gegeneinander boxen. Das ist ein fast erstes, können wir natürlich nicht haben. Gutknecht hat ja schon gegen Bremer geboxt in Berlin. Was sind Erwartungen, Eindrücke von diesem Kampf gewesen? Ja, man darf nicht vergessen, das war Jürgen sein erster Kampf nach einer längeren Pause, wo er gar nicht geboxt hat. Er war noch nicht in Höchstform. Ich denke mal, in der derzeitigen Verfassung wäre Eduard ein bisschen, also deutlich unterlegen, meiner Meinung nach. Jürgen hat sich in den letzten Kämpfen deutlich gesteigert, aber man hat da auch gesehen, dass er ein großes Herz hat, bis zum Schluss zu beachten ist und vor allen Dingen im konditionellen und im athletischen Bereich immer sehr gut vorbereitet. Amerika hat Tyson, Deutschland hat Tyron. Was sind da seine Vorzüge im Ring? Ja, Tyron ist der sogenannte Universalboxer. Er kann alles, ist motorisch hochbegabt, ist unwahrscheinlich schnell und hat natürlich dazu noch einen harten Punch und auch die nötige Ruhe im Ring. Also er bringt eigentlich alles mit, um ein Weltboxweltmeister zu werden.